So, und jetzt ist prompt die Sonne aufgegangen. Ich sage mal wieder, hey ho zu dem neuen Tag. Der ist schon ein bisschen älter, hat ja geregnet in der letzten Folge. Da oben das Schaf, ne? Das krall ich mir. Das ist ein schwarzes Schaf. Ich darf ja hier keine Ressourcen verschwenden. Komm her. Wie geht denn das überhaupt? Rechtsklick oder was? Achso, ja, Rechtsklick mit der Zange da drauf. Aluminiumschaf! Ich hätte fast gesagt, Aluminiumalarm, ne? Viele neue dann wieder direkt mal erklären. Ne? Guckt unter Glossar, also minenarbeit.de/glossar. Oh, das funzt aber gut. Das waren jetzt 4 Aluminiumstücke. Hör mal, braves Schaf. Du kannst öfters mal wiederkommen. Sollen wir das mal einsperren und gucken, ob das irgendwie wieder nachwächst mit der Wolle? Also, wir halten das mal ein bisschen im Auge. Ach, ich bleib einfach mal hier draußen heute. Das ist doch irgendwie schön hier oben. Ja? Shit auf unsere ganzen Projekte da, das ist doch völlig wurscht. Toll ist das jetzt hier draußen, mal endlich Gärtnerarbeiten erledigen. Ah. Ja, also guckt auf Glossar und beziehungsweise das mit dem Aluminium-Zeug und so, das hat was mit meinem Texture-Pack zu tun. Von minenarbeit.de gibt es ein inzwischen sehr beliebtes Texture-Pack. Das ist relativ Vanilla. Also nicht so ein schusseliges HD. HD kann jeder, ne? Das ist nichts Besonderes. Ich finde die meisten HD, jetzt muss ich mal ein bisschen hier rumranzen, ne? Also die meisten HD-Packs, sag mal, die sind hässlicher als die normalen Sachen, ganz ehrlich. Da hast du Mosaiken drin und hier so Kachelmuster siehst du da deutlich drin und so, ne? Das fällt in so einem normalen 16 Pixel kaum auf, ne? Das ist, finde ich, ist mein Geschmack. Ich finde es schöner so, ne? Ich hole jetzt Erde. Ja, ich hole Erde raus. So. Keine Sorge, was anderes hole ich jetzt nicht raus. Ich laufe jetzt eher mal runter ins Haus. Und da steht dann vor mir gleich der Klaus, ne? Und der packt seine Schweißfüße aus. So. Da sind wir endlich auch mal unten angekommen. Da haben wir dann hier eine Kiste mit ganz viel Materialien, Rohstoffen, Zeug, ja, die Kostbarkeiten, die lasse ich natürlich direkt mal wieder hier unten. Da draußen habe ich nämlich immer Schiss, ne? Was ist das denn eigentlich hier? Brauchen wir noch was? Eine Schaufel vielleicht? Eine Schaufel? Brauchen wir Stöcke dabei? Nein, schön, hier dabei, ja, ist dabei. Hier, von dem. Ne? So. So geht das mit den Schaufeln. Oh, noch eine mit. Oh, das können wir auch mal so im Slot lassen. Weiß ja nie, was uns noch für Schafe draußen begegnen. Wir nehmen auch alles mal mit, was wir so treffen. Ja, das ist. Ach, sollten wir mit den Schweinen übrigens auch mal tun. Also, okay, Schonzeit ist jetzt erstmal abgelaufen. Ich bin noch total verletzt, das habe ich gar nicht gemerkt. Das muss von diesem Sprengwurm gekommen sein, da, ne? Vorhin. Da, also hier, letzte Folge, glaube ich, da. Ich bin ja immer so waghalsig, ne? Ich bin ja nicht so ein Hoch. Dunkel, huh. Mal Fackeln hinhängen. Könnt ihr vergessen. So. Ach, die schönen Geräusche immer. Herrlich. Da könnte ich das hier eigentlich auf dieser Seite auch noch weitermachen, ne? So. Lalala. Ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich hier nicht sicher. Da ist auch ein Loch, ne? Hier geht's hier runter. Ja gut, das müssen wir dann alles zukippen. Auch irgendwie hier, das sollte vielleicht dann doch ein bisschen, ne? So begradigt werden. Was meint ihr so erstmal? Könnte man dann hier. Hier soll man eigentlich gar nicht rumgehen. Wird das schon. Ach ja, sicher. Der Tag, der war ja ganz, war ja gar nicht mehr jung. Der Tag, der war nicht jung. Der war alt schon. Der war schon Mittag. Mittalt. Laufen wir weiter, laufen wir noch mal ein bisschen. Vielleicht waren wir noch ein Schwein hier unterwegs. Da ist doch noch eins kursiert. Kennt man gar nicht. Das sind Tarnschweine. Ne? Ein Tarnkappenschwein. Ja, das hat noch keine neue Wolle bekommen, das Schaf. Wie ich die Schafe kenne, stehen die auch morgen früh hier noch rum. Die sind ja irgendwie so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, die stehen da ewig. Ich fange schon mal an, hier so ein bisschen abzubauen. Also ich baue eh ab, ne? Aber ich meinte jetzt hier die Kacheln da, ne?
ihr wisst ja, ich bin ja 73, ne, und da kann man schon mal ein bisschen abbauen. Das ist auch wohl wirklich kein Problem für euch, oder? Sonst komme ich euch dahin. Fein, fein, fein. Ja, fein, fein. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Ja, bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Sollen wir es ja mit dem Holz mal eben machen? Komm, was habe ich denn hier so bei? Unten, weil ich wollte dafür jetzt möglichst Naturholz nehmen, obwohl das eine ziemliche Verschwendung ist, natürlich. Naturholz ist klar, ne? Da habt ihr nur. Normalerweise kriegen wir ja vier Bretter aus einem Holzstamm. Ne? Wenn wir die Holzstämme verbauen, ist das natürlich was ganz anderes. Da mussten wir echt auch wieder Baum fällen gehen. Ne? Ach, hey, ja gut, aber es gehört eben dazu. Das gehört eben dazu, dass wir hier so ein wenig arbeiten, ne? Und craften und tun und machen. Wieder ganz hoch. So. Nehmen wir hier die Kurve noch. Haben wir gut gekriegt. Vor so wie Vettel, ne? Sebastian Vettel. So. Der kriegt die Kurve auch mal gut. So. Machen wir Was habe ich denn gesagt hier von den. Ah, mach mal das mal, mach mal das mal, mach mal das mal. Pass auf, ich hau jetzt hier den Stein raus in dieser Reihe hier. Hier einmal darüber hüpfen. Na komm. Und dann setze ich da jetzt direkt mal ein bisschen Holzstämme ein. So. Naturholz. Ihr wisst, es ist auch kein Tropenholz, ne? Das ist schön selber gezüchtet, nachwachsender Baumbestand und alles kein Problem, ne? Völlig politisch korrekt, so Minecraft spielen, ey, Alter. Jetzt scharf, ne? Ja, guckst du zu, ne? Ja, ist richtig so. Kannst was lernen. Kannst was lernen. Ja, gut. Ja, auch, ja, gut. Ja, gut. Mal so. Und dann hatte ich doch die Idee in der Mitte dieser Lampen, dieser indirekten Beleuchtung auch so eine Reihe einzuziehen erstmal. Da mache ich noch bis zur Wand hinten. Bis hier. Ich sag doch Loch mal zu, ne? Und dann schauen wir uns das von unten an. Ob das so vom so. Ob das wirklich schön ist, irgendwie so ein bisschen was bringt von der Wärme her, von der Gemütlichkeit, Wohnlichkeit, Gastlichkeit. Ja, sicher, das wird doch was. In meiner Erfahrung nach kann man damit eigentlich gar nichts falsch machen, wenn man so Holz irgendwie in die Decke einbaut. Klappt irgendwie immer ganz gut. Hier ist jetzt, da sind jetzt andere. Ah ja, nicht uninteressant. Das ist nicht uninteressant. Warum ist das hier noch? Habe ich das vergessen? Offensichtlich, ne? Ja, das ist hier oben noch, ja gut, da ist der Balkon drüber. Hier, das würde ich noch bis zum Ende weitermachen. Komme ich denn da oben ran? Oh, das geht sogar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Trotz meiner langjährigen Minecraft-Erfahrung, ne? So. Jetzt ist vorbei mit der Minecraft-Erfahrung. Ja klar, sicher, prima, toll, toll. Ah. Weg damit. Hab auch jetzt nichts hier an Axt dabei. Plopp. Jetzt bin ich irgendwie hampelig, ne? So, wunderbar. Den nochmal eben weg. Und gucken. Aber oh, finde ich ganz gut. Ja, es nimmt Form an. Ich finde das ganz gut. Ich finde, mir gefällt das. Mir gefällt das. Warum bin ich jetzt rausgelaufen? Das ist doch saugefährlich. Ja, mach doch so sowas nicht. Da müsst ihr schreien, ne? Da müsst ihr schreien, wenn ich sowas mache. Sonst erwartet mich wieder der sichere Tod. Gucken wir mal lieber noch ein bisschen
Ach, es ist wieder Nacht, Mensch. Ich würde so gerne raus und da was machen. Jetzt habe ich natürlich so einen kleinen Hänger, weil ich jetzt irgendwie mich nach so Garten oben oder Terrasse unten so eingestellt hatte. Tunnel ins Goldeintal geht auch nicht. Versuchsraum, ja, da sind wir ja so ein bisschen dran. Wir müssen mal gucken. Haben wir denn jetzt auch holen wir mal, komm, wir machen das jetzt mal. Wir holen jetzt mal hier noch ein wenig Kuschelwolle. Nehmen wir mal alles mit. Da kriegen wir auch gleich schon mal da können wir uns ein bisschen orientieren, wie viel Wolle wir denn da noch benötigen. Gefärbte Wolle, das ist rosa Wolle in meinem Texture Pack, die hat diese Herzchen, ne? Wenn ihr das Texture Pack extra nehmt und so, na, gucken wir mal eben. Vor allem, was mich interessiert, ist, wie man diesen Eingang dann hier macht. Der ist ja dann etwas höher, da müssen wir die Treppe ja verändern und wie ist das dann, wenn man hier so hochkommt? Schaue ich mal nach, baller ich jetzt mal die Wolle weg. Ist ja nicht schlimm, die können wir ja auch wieder aufsammeln hinterher. Die wird ja nicht zerstört. Noch 3 Stück habe ich. Ja, guck mal, da braucht man noch eine ganze Menge hier, um den ganzen Raum auszukleiden. Und ihr seht jetzt deutlich, dass man dann hier so. Ja, vielleicht mache ich hier den Rest so einfach in Holz, bis hierhin. Diesen Rohholz. Und überhaupt denke ich, das harmoniert ganz schön. Mit dem Holz hier. Ja. So, dass man dann hier nochmal so eine Stufe runter geht und dann hier raus kann. Da brauchen wir hier nicht so viel umzubauen. Weil das ist mir nämlich eigentlich ganz gut. Das ist auch praktikabel, habe ich festgestellt. Da renne ich in den Folgen jetzt eigentlich immer rein und raus und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. So. Das ist eigentlich gut. Jetzt die Treppe mal eben. Habe ich die Stufen? Da habe ich bestimmt nicht dabei. Hier habe ich die Werkbank auch schon abgebaut. Ja. Aber das ist auch gut mit dem doppelten Boden. Wenn ich hier einen Versuchsraum habe, dann kann ich auch hier schon mal so ein Stück Wolle mal eben weghauen, um da mal runter zu gehen oder so. Das ist nicht schlecht. Ah, das ist nicht schlecht. Den braucht man schon mal für so Redstone-Demonstrationen oder sowas. Da muss man mal gucken. Er ist dann wahrscheinlich nur bedingt brauchbar, ne? Aber. Ah, der Tag bricht an. Das ist gut. Das ist sehr schön. Aber Treppen hole ich noch eben. Treppen möchte ich schon noch eben ein bisschen einbauen. Ich schaue nach. Vielleicht habe ich noch welche in der Kiste. Ja. 2 Stück reichen, ne? Und so, vielleicht. Bräuchte lieber aus Holz, ne? Was meint ihr? Und wieder ganz nach oben, ne? Ganz nach oben laufen. Wir laufen, laufen, schnell weg da, weg da, weg. Wir haben keine Zeit. Weg da, weg da, weg. Geiles Lied von Hermann van Veen übrigens, ne? Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, der Mann, ne? Das ist ein geiles Lied. So, weg da, weg da, weg. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen und wollen keinen Streit. Wieso ging das? Na, oh, jetzt werde ich direkt verklagt, ne? Wegen hier so Copyright und so, ne? Habe ich da so ein Lied gesungen. Na, vom guten Hermann. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Ist das denn gut mit dem Stein oder würde jetzt vielleicht doch eher Holz passen? Muss ja dann auch unten ein bisschen harmonieren, ne? Obwohl eine Holztreppe würde, glaube ich, ganz gut aussehen hier in dem Kontext zu diesem restlichen Holzgestöhne. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Ich renne auch dafür extra nochmal nach unten. Das ist jetzt, da müsst ihr halt mit. Da müsst ihr jetzt mit, ne? Ihr könnt nicht oben bleiben. Ah, guck mal. Haben wir hier unterwegs auch noch eine Werkbank. Und dann hauen wir jetzt hier mal einfach noch ein bisschen von dem Zeug rein. Das muss ja alles weg, da weg, da weg. Ne? Und zack. Oh, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das noch erst raus. Dann bauen wir das um. Dann bauen wir das da rein. Dann bauen wir das da dran. Dann tun wir das dazu. Dann machen wir das hier kopieren. Und dann machen wir das dann doppelt. Und dann ist das dreifach und erledigt. Hallo, mach's denn hier so? Hauwisch, ne? Hauwisch. Oh, noch was. Oh, das schauen wir noch. Oh, das schauen wir noch. Das sehe ich jetzt. Auch mit meinen Rechenkünsten sehe ich. Ja, bitte. Nur ein kleiner Rest. Wunderbar. So. Hier ist wieder irgendwo so ein Zombie so richtig fest. Ne?
Also der Monster Zoo ist ja weg hier, ne, der war auf dieser Ecke. Könnt ihr nochmal zurückblättern in den Folgen? Irgendeine Folge heißt Monster Zoo. Da war das noch Thema. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig für Leute, die jetzt gerade dazukommen, ne? Die müssen sehr viel aufholen, wenn sie was nicht verstehen. Ihr könnt ja immer auf minenarbeit.de gucken, klickt da alles an, was ihr könnt. Ne? Und ja, blättert halt in meinen YouTube-Channel zurück und da habe ich auch Playlists und alles, ne? Ich kann nicht mehr tun, als ab und zu mal auf irgendeine Folge hinzuweisen oder irgendeine Seite zu erwähnen. Den Zombie lasse ich jetzt mal Zombie sein. Der will ja auch was vom Leben haben, ne? Der Schwein. So, und ja, mehr kann ich nicht tun für euch, ne? Müsst ihr halt schon selber mal gucken, selber mal lesen. Ich kann nicht in jeder Folge immer das Gleiche erzählen und es allen recht machen, das ist klar. Hau ich jetzt hier noch ein bisschen. Ah, schön Geräusch immer. Hui. Ha. Ho. Jo. Mu, das muss ja. Die Kühe, die machen nicht mich aggressiv. Ich weiß, geht euch das auch so, dass euch das Kuhgemuhe völlig aggressiv macht. Also zum Beispiel, ganz besonders aufgefallen ist mir das in diesem offiziellen Video von dem Jens Bergenstein im Vorfeld von 1.7, wo der so ein, die Pistons vorgestellt hat. Also die Kolbenpumpendinger. Da gab es hier so ein Stummvideo, wo der dann einfach so verschiedene Schalter oder Schaltungen vorgestellt hat und halt gezeigt hat, wie die Pistons so funktionieren im Spiel. Und der hatte das alles draußen aufgebaut. Die ganze Zeit stand da irgendwie so Kühe rum. Und die haben die ganze Zeit gemutet. Und das hat so genervt. Ich wollte wirklich schon, den als Spammer irgendwie melden bei Twitter oder so, ne? Aber nein, das war irgendwie völlig. Ich mache das aggressiv, dieses Gemurmel. Du guckst ja diese Pistons an, weißt du, die ganze Zeit so eine blöde Kuh da, echt die sprichwörtliche blöde Kuh. Ja, mö, mö, mö. Ich gehe jetzt auch, weil ich Hass habe auf die, gehe ich jetzt raus. Ist auch hell geworden. Immer dann verpasse ich das. Immer, ich freue mich immer die ganze Nacht, dass es hell wird, dann verpasse ich das. Da ist das blöde Mistvieh. Du doofe Kuh. Ja, jetzt tschüss. Ja. Hat sich ausgemuht. Aber jetzt will ich nicht zu vorlaut sein. Ich stehe ja immer in Gefahrenzone. Gefahrenzone 1. Gefahrenzone 1. Hier waren wir stehen geblieben vorhin. Und dann mache ich jetzt weiter. Schön draußen wieder ein bisschen. Kuschelecke ist da wieder nachts dran. Hier auch vielleicht eine Terrasse reinbauen. Oh, das ist doch gut. Hier haben wir uns schon mal mit einem Sprengwurm unterhalten da vorne. Sollen wir mal gucken, dass uns das jetzt nicht zum Verhängnis wird. Gut, ich würde sagen, so, ich habe jetzt gar keinen Timer an, aber so mein Urin sagt mir jetzt so, das müsste jetzt so langsam mal wieder reicht für eine Folge. Ihr guckt dann ja eh nicht mehr zu. Ihr geht dann ja schon wieder irgendwie euer Handy programmieren oder so, ne? Und deswegen würde ich sagen, mache ich hier kurz so einen Schnitt. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge dann wieder. In alter Frische. Mit viel Elan hier, Gartenarbeiten machen, hier noch was weghauen. Ach ja, das ist schön. Ach, guck, das wird so langsam, das wird so langsam, wie ich mir das so vorgestellt habe. Die hängenden Gärten von was weiß ich wo, ne? Von Bad Wiesenfels. Ach Quatsch, Wiesenfels, Schönfels, Schönfels. Ja, ich fange schon an jetzt so zu faseln und ihr merkt das, ne? Ihr merkt das jetzt. Das ist jetzt so. Wiesenfels, Schönfels, Emlomar, Mokkan. Ne, da muss man ja auch alles so ein bisschen mal auseinanderhalten. So, aber jetzt mache ich ja wirklich viel Feierabend. Muss auch mal den Kehlkopf ölen gehen und so. Ne? Bis dann. Auf Wiedersehen.